Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 A Thief's End. Wir wollen weiter in den Maschinenraum. Gucke ich mich mal ein bisschen um. Ich habe auch schon lange keinen Schatz mehr gefunden. Ich lege es zwar nicht darauf an, aber ein bisschen die Gegend absuchen kann man ja trotzdem. Aber irgendwie werde ich nicht belohnt. Na gut. Dann eben nicht, ne? Wahrscheinlich, wenn ich dann nicht nachgucke, dann laufe ich an zigtausend vorbei. Okay, gut. Was wollt ihr von mir? Ernst gemeinte Frage. Muss ich da doch irgendwo da hoch? Ach, sieh mal an. Okay. Okay, das ist wie Fahrradfahren. 100 Meter über dem Boden. Ja. Super, Nathan. Oh Gott. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie meins wäre. Okay, rein da. Also, ich denke eher hier nochmal. Nochmal. Hohohus. Ja, of course. Mache ich täglich. Okay, okay. Okay, da hoch. Möchtest du vielleicht. Danke. Okay. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. Ist ja auch echt super, hier rumzuturnen. Aha, jetzt sind wir hier, okay. Musst du ja im Prinzip einmal so einen Rundgang machen. So, ja. Prince of Persia. Wird. Nathan? Ah, schön, dass er hier speichert. Ah, ich bin zu früh abgesprungen. Na gut. Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren.
Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Trottnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay. Maschinenraum. Ich schaff das. Ich will nicht sagen, aber der Rafe war mir von Anfang an nicht... Wusser. Nicht sympathisch. Bei weitem nicht. Und es war irgendwie klar, dass wir ihn wiedersehen. Und unser Hemd ist auch im Arsch. Wunderbar. So. So. Okay. Alles gut. Okay, cool. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? Och, das ist ja... Nein. Danke. Ich würde so... Schaut euch das an! Ich meine, Nate muss es ja wissen, ne? So, okay. Bitte, danke. So, und dann... Haha, lass mich raten. Ich musste die andere Seite nehmen. Okay, das schaut besser aus. Gut. Ach, da haben wir wieder unsere Rohr. Ja, selbstverständlich. Wie immer. So, hier noch hoch. Und rein da. Oh Gott. Ja. Vorne, links, rechts. Also hier wäre ich dann auch nur reingekommen. Okay, dann ist gut. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? So ein Klassiker wäre auch, wenn man hier jetzt runterstürzen würde. Oh mein Gott. Okay, cool. Ja. Dann sorgen wir doch mal... Ja, bitte. Wo zum Henker sind diese Schutzschalter? ...dafür, dass hier das Licht ausgeht. Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gott verdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende.
Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Geburten. Vertrau mir. Zum Ersten? Zum Zweiten? Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge, du bist im Nu da raus. Das hoffe ich. Ich mag Sully, den fand ich schon immer cool. Okay. Das Gebot liegt jetzt nein. Bei 130. Nein, okay, gut, nein. Okay. Finden wir heute noch irgendetwas? Muss doch was sein. Komm schon. Oh Gott. Ja, einen Moment. Kriegen wir hin. Ja! Natürlich das Letzte! Wie immer! Okay, komm. Ah, ich darf wieder drücken, ne? Wetten? Ja, Controller geht wieder ab. Danke. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisci. Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Kapitel 7. Licht aus oder auch Lights Out. Oh Gott. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Okay. Kriegen wir hin. I see. Verdammt! Oh nein. Bei Gefahr entdeckt zu werden, füllt sich die weiße Bedrohungsanzeige. Ja, ach nee, super. Gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Halten Sie sich aus dem Sichtfeld von Gegnern heraus, um getarnt zu bleiben. Das kennt man ja schon aus anderen Spielen. Oh, das Bild hier ist auch cool. Moment, kann ich da, Nate? Danke. Oh. Hallo. Kann ich doch sicher... Haha. Und tschüss. Okay, ich könnte da, ich kann aber auch eigentlich hier auch so rum, dann bleibe ich gleich hängen, ist auch nicht verkehrt. Einen runter? Nee. Das kann jetzt nicht dein Ernst gewesen sein. Ich bin überlegen, muss ich da in den... Das wäre jetzt eigentlich nicht mein Plan. Hier runter. So weit runter eigentlich nicht, aber ist okay.
Na, nach hier. Und nach hier. Gut, gut. Stange, was will ich denn mit der Stange? Oh, doch, 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 gib mir die Stange. Okay. Wer? Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Okay. Okay, okay, gut. Gut, gut, gut. Das ist auch gut. Sieht gut aus. Okay. Witzig. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Ich muss nach oben und mich umschauen. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. Du siehst nichts. Komm mal hier hin. Ja, er merkt auch gar nicht, dass sich das Gras da bewegt, aber ist okay. Läuft's nicht. Bin unterwegs. Verschaffen wir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Ich nehme an, hier hoch. Ist das eine kluge... Doch, doch, passt. Gottes Willen, was geht da denn? Was geht da denn ab? Okay, ich bin hier. Hoch? Nein. Nicht hoch. Oh, ich muss da lang, ne? Okay, das ist aber nur so eine Lampe. Das ist... Das ist gut. Okay. Da ist der Wald sein. Die Einfahrt. Da willst du hin? Ja. Kann man ja mal bringen. Das. Soll ich da durch? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Na, ich weiß ja nicht. Liegt hier noch irgendwo ein Schatz? Ja? Nein? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Oh. Hallo. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Ja! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Ich glaube, sie pfeift auf Gentlemans. Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Oh Gott. Okay. Los, Nathan. Hey. Sind Sie immer so durchschaubar? Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Nur, dass es verbleibt. Netter Versuch. Der war geschenkt. Alter! Die versteht echt keinen Spaß, ne? Jetzt her mit dem Artefakt. Na. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Ich hab noch etwas Jetlag. Ja. Wie wär's mit Unentschieden? Gegen die kann man jetzt auch gar nicht ankommen. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer?
jetzt mal im Ernst, ja? Sie können echt nicht passieren. Was Sie da machen, ist überhaupt nicht gut für meinen Rücken. Okay, halt, halt. Gut. In meiner Gesäßtasche. Wo ist das? Na, wie praktisch, dass da Stangen sind. Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Balsai. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Nach da? Ja, okay, okay, okay. Okay. Auf geht's! Oh Gott. Halleluja. Hey Sam! Was machst du? Wonach sieht's mir aus? Scheiße! Nathan! Fang! Halt, was? Oh Mist. Ich hab sie! Super. Ey, du! Gut gemacht! Hab ich sie? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Balsa. Okay, bis gleich. Okay. Ah, da lang, okay. Wunderbar. Ah. So. No, und runter. Ah, das haben wir alles noch. Oh! Oh! Zum Tarn, L2 drin und. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Balsa. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Ich soll was? Keine Ahnung. Okay, versuchen wir es nochmal auf die leise Tour. Für die bin ich eigentlich nie geschaffen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Okay. Okay, okay. Das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht... Nein. Nein, mein Freund. Nein. Da war nichts. Komm her. Kann ich dich nicht? Ich möchte dich gerne... Komm her. Ja, ja. Perfekt. Wow, ich kann mal etwas lautlos machen. Das ist normalerweise nicht der Fall. Ich denke... Huh. Das hat er gesehen, ne? Das hätte mich jetzt auch gewundert. Na toll! Nein! Geh runter! Okay, willst nicht mehr. Das ist okay. Ha ha ha! Hau! Ist hier jemand? Ist hier jemand? Oh! Hi! Nein, Nathan! Geh doch! Du solltest dich eigentlich da... Oh Gott. Es lief so gut, ne? Es lief so gut. Nein. Von wo? Was? È fuggito da quella parte!
Oh, ihr seid ein paar Fehler. Okay. Ich möchte auch eigentlich den Part beenden, es ist schon so lang, aber ich denke, vielleicht sollten wir hier erstmal... Da, ich wollte gerade sagen, da ist noch einer. Okay, ich glaube, wir sind hier sicher, deswegen wir machen hier jetzt erstmal einen kurzen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.